Was passierte eigentlich mit den folgenden Harry Potter Charakteren nach der Harry Potter Saga? Das und mehr jetzt in diesem Video. Fangen wir an mit Gilderoy Lockhart. In der Kammer des Schreckens wird Lockhart von den Jungen Harry Potter und Ronald Weasley gezwungen, mit ihnen in die Kammer hinabzusteigen. Und das ist der Punkt, an dem es wirklich für ihn den Bach hinuntergeht. In der Hoffnung, die Situation unter Kontrolle zu bringen, schnappt sich Lockhart Rons zerbrochenen Zauberstab und versuchte, einen Gedächtniszauber auf sie anzuwenden. Das Abenteuer endet hier, Jungs. Ich werde ein Stück dieser Haut mit in die Schule nehmen und ihnen sagen, dass ich zu spät kam, um das Mädchen zu retten und dass ihr beide beim Anblick ihrer verstümmelten Leiche auf tragische Weise den Verstand verloren habt. Sagt euren Erinnerungen Lebewohl. Da der Zauberstab aber nur einmal kaputt war, ging der Vergessenszauber auf Lockhart zurück. Der fehlerhafte Zauberstab ließ ihn in einen Trümmerhaufen fliegen und führte dazu, dass er alle seine Erinnerungen verlor. Vollständige Amnesie. Er war nicht mehr der tapfere Trollbezwinger und Drachenbändiger. Er wusste nicht einmal mehr, wer genau er war. Lockhart wird später gerettet und in McGonagalls Büro gebracht, wo dem Personal und den Schülern gleichermaßen klar wird, dass Lockhart völlig den Verstand verloren hat. Und Dumbledore weist Ron an, ihn in den Krankenflügel zu bringen. Nach einer sorgfältigen Untersuchung wurde entschieden, dass Lockhart in seinem Zustand nicht in der Lage sein würde, der Gesellschaft beizuwohnen, und er wurde ins St. Mungos Hospital verlegt. An Weihnachten 1995 sahen Harry, Ron, Hermine und Ginny nach Lockhart in St. Mungos Hospital, und trotz des totalen Gedächtnisverlustes schien er immer noch Lockhart zu sein. Er gab Autogramme und dergleichen. Er hatte gerade genug Gedächtnis zurückgewonnen, um sich an das Schreiben in Schreibschrift zu erinnern. Leider bekam Lockhart nie viele Besucher, aber er bekam trotzdem Fanpost. Obwohl Lockhart sich nie wieder vollständig erholte, gab er für den Rest seiner Tage Autogramme und es wurde geäußert, dass er auf diese Weise glücklich war. Glückselig unwissend, aber mehr als glücklich, die Früchte seines berühmten Ruhmes zu ernten. Bis heute weiß niemand, ob er St. Mungus jemals richtig verlassen hat. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Oliver Wood. Oliver besuchte Hogwarts im Jahr 1987. Er trat dem Gryffindor Quidditch-Team bei und wurde später sogar Captain. Oliver war bekannt für seine Entschlossenheit und sein Können auf dem Spielfeld und außerdem für seine langen Vorträge vor dem Training. Er war der absolute Meister der inspirierenden Reden. Wir haben Oliver im ersten Film gesehen, als er Harry seine erste Quidditch-Stunde unter vier Augen gab. Er sah sofort, dass Harry ein Naturtalent auf dem Besen war. Dann im zweiten und im dritten Film, aber danach verschwand er ganz, denn in Harrys drittem Jahr war es für Oliver eigentlich das siebte, und das heißt sein letztes Jahr in Hogwarts. Oliver war auch ein strenger Verfechter der Regeln. Er glaubte nie, irgendeine Form von Betrug oder Foulspiel war das Richtige, solange er Captain war. Als Harry zum Beispiel eine Gruppe von Dementoren sah und von seinem Besen geworfen wurde, fing Cedric Diggory den Schnatz, bot dann aber eine Wiederholung an. Oliver, der wusste, dass Cedric rechtmäßig gewonnen hatte, lehnte ab. Das war ein ziemlich nobler Zug von einem wirklich aufrechten Kerl. Aber nachdem er die Schule verlassen hatte, wurde Oliver Mitglied der Reservemannschaft von Puddlemere United und ich nehme an, dass er dort den gleichen Ehrgeiz an den Tag gelegt hat. Im Sommer 1994 nahm er an der Quidditch-Weltmeisterschaft teil, wo er Harry sah und ihm sogar seine Eltern vorstellte und Harry von seiner neuen Karriere erzählte. Oliver zeigte sogar seine Loyalität zu Hogwarts, nachdem er es verlassen hatte, als er in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes auftauchte, um seine alte Schule zu verteidigen. Oliver Wood führte eine Gruppe von Schülern auf Besenstielen an und führte sie in die Schlacht. Oliver half auch dabei, die Leichen von Colin Creevy und allen anderen, die gefallen waren, in die große Halle zu tragen. Wood überlebte das Ende der Schlacht, da sein Name nicht unter den gefallenen 50 erwähnt wurde. Danach setzte er wahrscheinlich seine Karriere als professioneller Quidditch-Spieler fort. Als nächstes haben wir George Weasley. Wir wissen, dass der Tag der Schlacht von Hogwarts der schlimmste für George war. Er verlor seinen Bruder Fred, seinen Zwilling und die Person, die immer auf seiner Seite war. Sie hatten gemeinsame Pläne und dies war wahrscheinlich der schlimmste Tag seines Lebens. Nach der Schlacht von Hogwarts ist George nie wirklich über Freds Tod hinweggekommen. Er heiratete schließlich Angelina Johnson, das Mädchen, das Fred gebeten hatte, mit ihm zum Weihnachtsball zu gehen. George und Angelina hatten schließlich ein Kind namens Fred, in liebevoller Erinnerung an den Zwillingsbruder, den er in der letzten Schlacht von Hogwarts verloren hatte.
Das Paar hatte auch eine gemeinsame Tochter namens Roxanne. George führte den Scherzartikelladen der Weasleys, den er zusammen mit Fred gegründet hatte, mit großem Erfolg weiter. Sein jüngerer Bruder Ron, der nach 2 Jahren als Auror im Ministerium in den Ruhestand ging, half ihm, den Laden zu einem echten Geldbringer zu machen. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Ollivander. Garrick Ollivander betrieb Ollivanders Zauberstabladen in der Winkelgasse, eine von Harrys ersten Stationen, bevor er sein erstes Jahr an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei begann. Ollivander revolutionierte die Art und Weise, wie man Zauberstäbe herstellt, und bevor er das Geschäft von seinem Vater übernahm, war es üblich, dass Zauberer eine breite Palette von Zauberstabkernen verwendeten. Während des Zweiten Zaubererkrieges wurde Ollivander gefoltert, vielleicht mehr als jeder andere. Das liegt an Ollivanders Wissen über Zauberstäbe und an Voldemorts Besessenheit über den Elderstab. Glücklicherweise erholte sich Ollivander wieder vollständig und kehrte kurz nach Voldemorts Niederlage in sein Zauberstabgeschäft zurück, wo er noch jahrzehntelang für zukünftige Hexen und Zauberer Zauberstäbe herstellte und auch verkaufte. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.